Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Geogesser. Da sind wir wieder. Letzte Folge in Uruguay, das heißt diese Folge wieder in Europa. Da wird es dann doch langsam ein bisschen dichter oder schwieriger von Auswahl. Und ich würde sagen, wir klicken mal eins dieser Länder hier an, weil da gibt es ja so ein paar kleinere. Haben wir Albanien jetzt erwischt. Moderat, 13.000 Punkte ungefähr ist der Durchschnitt. Wir schnacken nicht lang. 3 Minuten Zeit, bewegen, alles erlaubt. Rein da, ne? Rein. Rein ins Vergnügen. Albanien sind wir also. So, das sieht doch schon mal hier nach einer potenziellen geilen Aussicht aus. Die ich auch gerne, ehrlich gesagt, sehen wollen würde. Und wir haben ja auch schon den ersten Hinweis. Guck mal. Wir bleiben direkt mal da. Okay. Guck mal, da haben wir schon das erste gefunden. Corse, zack. Corse ist 94, glaube ich, Kilometer entfernt. Also ist natürlich weit weg. Godoviat ist nur 14 entfernt. Ob ich das jetzt so finde, weiß ich nicht. Es ist aber schon der erste Hinweis, den wir direkt haben. Und ich habe einen Ausblick aufs Wasser. Das habe ich schon gesehen. Weißt du was? Wir fahren nochmal ein Stückchen. Und dann kommen wir sonst mal gleich hier nochmal zurück. Ist ja nicht weit weg vom Start. Ich möchte mal gerne kurz einen kleinen Ausblick haben. Ach du Scheiße. Was ist das? Das war kein Fluss. Sind Flussbetten ausgetrocknetes? Oder wie sehe ich das? Hat irgendwas, aber es sieht auch nicht ganz gesund aus. I don't know. Also okay, es ist schon okay. Okay, Moment. Wir sind in Gramsci. Wird bestimmt nicht so ausgesprochen. Also ich glaube, ich kann mir schwer vorstellen, dass es dieser Lake ist irgendwie, weil dafür sieht es dann doch zu klein vielleicht aus. Wir wissen, wir sind auf jeden Fall 94 Kilometer von Corse entfernt. Was natürlich ein immenser Weg eigentlich ist. Das heißt, wir können wirklich am Arsch der Welt wieder irgendwo sein in Albanien. Bis da ganz oben, okay. Gramsci. Boah, das kann das kleinste Kaff der Welt wieder sein, ne? Okay, wir haben Gramsci und wir haben Godoviat. Ich würde sagen, damit gehen wir erstmal, weil ich sonst jetzt erstmal keine Ahnung habe. Und wer weiß, ob ich jemals einen besseren Hinweis hier finden würde, ob wir das überhaupt finden. Okay. Gramsci. Ich bin auf jeden Fall bergig unterwegs, aber ich glaube, wir sind hier überall fast bergig. Davon mal ab. Ich gucke jetzt erstmal nach Gramsci. Wir nebenbei bis nach Godoviat. Muss ein bisschen multitaskingfähig sein hier auf jeden Fall. Ja. Ist dann doch größer das Land, wenn du reinzoomst, als gedacht. Aber gut, das ist wohl hier überall so. Okay, das ist der erste Hinweis, den wir haben direkt. Und das ist natürlich schön, dass wir diese Stadt gefunden haben direkt. Oder diese Ortschaft, I don't know. Das ist richtiger B-Shit, Alter. Genau. Warte, ich habe das Gefühl, wir finden das nicht so leicht, wenn ich ganz ehrlich bin. 94 Kilometer und hier ist schon die Grenze. Ich würde sagen, wir klicken erstmal die hier hin, ehrlich gesagt. Da ist doch... Gramsci ist nicht ganz richtig, aber manchmal sind die Länder da so... Länder. Sind die Ortschaften dann doch ein bisschen anders umbenannt. Und hier ist Godoviat. Okay, wir sind richtig, wir sind richtig. 3 Sekunden auch noch. Alter, was für ein Glück. In der aller... Warte mal. Ja, ich weiß, ich korrigiere mal hier nochmal so Licht und so nebenbei, aber ich denke, das ist so in Ordnung. Alter, das war knapp, 550 Meter, aber wir haben es gerade noch so gefunden. Aber in die nächste Runde, würde ich sagen, das lief sehr gut. So, 4.900 Punkte haben wir schon mal, das ist sehr gut. Und wir sind in einer Stadt gelandet und ich würde jetzt direkt einfach rein aus gefühlstechnischen Gründen nach zur Hauptstadt gehen, Tirana. Muss ich jetzt hier gerade gestehen, höre ich jetzt gerade zum ersten Mal den Hauptstadtnamen. Tirana vorher nie gehört. Aber Albanien, so man weiß, dieses Land existiert, aber man hat es vielleicht nicht so ganz auf dem Zettel. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die Hauptstadt sagte mir jetzt erstmal nichts. Aber gut, man lernt ja nie aus, ne? Jetzt wissen wir, dass da Tirana heißt. Es sieht hier schon sehr großstadtmäßig aus, das kann ich schon mal so sagen. Auf jeden Fall. Und ich weiß jetzt nicht, Albanien hat bestimmt noch ein paar mehr größere Städte, deswegen müssen wir jetzt erstmal ein bisschen aufpassen. Berge sich im Hintergrund, Tirana liegt jetzt nicht direkt am Meer. Meer konnte ich auch bisher noch nicht erspähen. Was vielleicht schon mal ein guter Indikator ist. Nee, wir wollen hier nicht rein. Ich würde gerne auf dieser Hauptstraße bleiben, um gegebenenfalls vielleicht noch ein paar Tipps abgreifen zu können. Was ist denn das? Sieht man am Hotel aus. 4 Sterne. Prestige. Ja, ist schön, dass wir jetzt hier ein Hotel gefunden haben, aber leider sagt mir das ja nicht, wo wir da sind. Na komm, lass mich weiter. Dankeschön.
Gib mir ein paar Ortsschilder, bitte. Institut. Ich weiß nicht, wo das steht. I don't know. Und da auf dem Bus. Warte, nein, 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 nein. Nochmal zurück. Warte mal, der hier. Ja, wahrscheinlich irgendeine Straße oder so. Das hilft ja mir gar nicht. Ja, vielleicht sind Busse doch nicht so die ganz richtige Anlaufstelle. Was stand da gerade? Aha. Okay. Wir haben ein Hospital, wir haben eine Autobahn und wir haben einen Flughafen. Flughafen gibt es vielleicht nicht so oft jetzt hier in Albanien. Hier geht es zum Flughafen Rinas. Heißt Vitali Ushtarak. Sind wir auf der Ushtarak auch hier? Den Flughafen zu finden ist auch gar nicht so einfach, muss ich gerade so gestehen. Gibt es wahrscheinlich auch Tirana International. Das hier steht nicht Rinas. Scheiße. Das ist nicht gut. Aber nee, da ist doch Rinas. Guck mal. Nee, ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall in der Hauptstadt. Da geht's dann nach da, wird gesagt. Oder wir sind verhält. Ja, doch hier. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir sind hier. 30 Sekunden, wir gessen mal, oder? Man sollte immer das erste, was man angeklickt hat, eigentlich meistens stehen lassen. Wir waren mitten in der Innenstadt. Egal, 10 Kilometer entfernt, das ist vollkommen in Ordnung. Wir haben 4000 Punkte gemacht. Das sind jetzt schon 8900. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und das muss ich sagen, sieht jetzt hier im ersten Moment direkt richtig schön aus. Alter. Alter, mit einer Burg? Okay. Burgen gibt es vielleicht A1, 2, so hier natürlich. Oder solche Stigung, was ist denn das? Das möchte ich natürlich jetzt gerne irgendwie wissen. Um uns das natürlich hilft, ist was anderes, weil wenn es jetzt eine Festung ist, eine alte oder sowas, wonach es jetzt aussieht, wird mir der Name oder sowas nicht weiterhelfen, weil ich werde davon wahrscheinlich noch nie was gehört haben, leider. Aber vielleicht sagt es uns an, wo es das ist oder so. Ich würde hier gerne mal rauf. Lass mich mal da hoch, bitte. So. Das sieht aber doch dann offizieller aus, oder? Ist das offiziell? Also es ist auf jeden Fall eine größere Stadt, aber es ist hier nicht so klein. Guck mal da. Fahr mal hier runter. Das sieht aber wahnsinnig. Ich finde, das hat ordentlich was. Ich finde das irgendwie voll schön. Da wäre ich jetzt gern. Also das muss ich so gestehen. Wir haben es jetzt auch gerade, zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir es auch relativ spät. 1 Uhr morgens. Und ja, ich wäre jetzt tatsächlich gerne in meiner Müdigkeit, meiner teilweisigen Müdigkeit, gern jetzt ehrlich gesagt da. Kalaya Castle. Okay, warte mal. Es scheint eine größere Stadt da unten doch vielleicht zu sein. Vielleicht ist es Elbasan, vielleicht finden wir da ja diese Castle. Kalaya. Oder Kalaya, ja doch. Gucken wir jetzt mal ganz schnell. Müsste ja eigentlich... Nee, da, Elbasan. Die Castle sind diese, genau, diese Knipser hier. Ich klicke jetzt erstmal hin, aber es wird nicht Elbasan sein. Immer so Berat und Kostel, das wird noch alles von oben angezeigt, deswegen wird es wahrscheinlich größer sein. Berat Castle. Wir haben sehr viele Castles, ne? Wir scrollen wieder raus und holen uns halt die Städte, die von weit oben sichtbar sind. Aber nicht das. Da war noch so ein Kloster oder so. Ne, das ist aber gerade da. Hat da mit nichts zu tun. Was ist hiermit? Castle Pro. Das ist nicht die richtige. 43 Sekunden haben wir noch. Was ist hier mit Unfio oder Pathos? Ne, hier nicht. Was mit Pathos? Oh, fuck a DM, ey. Das ist ein richtig guter Hinweis. Der Girocasta ist nicht das Richtige, jo. Oh, nee. Es ist so ein guter Hinweis. Nee, 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 nee. Oh, 14 Sekunden. Wir sind jetzt auch mittlerweile schon Griechenland. Oh Mann. Flore? Stimmt. Ja. Ja. Alter. Das war aber eine Sekunde. Das war im allerletzten. Moment mal. Was ist denn das für ein Betrug, möchte ich mal kurz sagen. Ich war doch gerade da. Und hier ist die Kalaya, oder nicht? Ja. Ja, Kanins. Da steht jetzt nicht Castle, aber das... Ich möchte hier Einspruch einmal erheben, das stand da so nicht. Ich, also für mich ist es absoluter Betrug jetzt hier.
Da stand was ganz anderes, aber gut. Unsere 1100 Punkte haben wir noch. I take it. Ausnahmsweise. Okay, super. Weiter geht's. Hier fahren wir wieder eine Straße runter. Wir sind wieder an den Bergen unterwegs. Ey, das sieht doch voll nice aus. Und ich muss sagen, man hat da eben schon vielleicht erkennen können, dass da dann doch wieder etwas mehr Häuser stehen. Also, dass es etwas größer ist. Warte mal, wir fahren ja auch gerade straight hin. Da werden wir es gleich so oder so nochmal, denke ich, sehen. Genau, lass mich mal da vorne hin und gib mir mal einen guten Ausblick, bitte. Das sieht doch schon größer aus da hinten. Und mitten im Gebirge. Könnte das die Hauptstadt schon wieder sein? Tatsächlich könnte es das eventuell sein. Ich weiß es ja nicht. Das heißt, wir brauchen die guten alten Ortsschilder, die, denke ich, auf so einer schmalen Straße eher seltener vorkommen. Deswegen rasen wir jetzt mal ganz schnell hier durch. Das sind aber sehr idyllische Straßen. Ich finde sie sehr schön. Also wirklich. Da würde ich jetzt gern sein. Aber das habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Das ist schon das zweite Mal. Aber es ist auch schön. Also richtig bergig. War lange nicht mehr in den Bergen. So ein Stückchen her, muss ich sagen. Und es ist jedes Mal... Okay, ich war jetzt zweimal in den Bergen. Und jedes Mal von den zwei Malen war das echt ein pures Erlebnis. Vor allem, wenn du Berge nicht gewohnt bist, wenn du nicht gerade jetzt in den Alpen wohnst da oder so, dann ist das immer ein absolutes Highlight natürlich, ne? Sieht wunderschön aus. Das sind Landschaften, die sie kriegst ja sonst so nie zu Gesicht. Ansonsten sehen sie meistens halt langweilig aus. Berge machen da wirklich vieles aus. Berge und Täler. Guten Tag, ihr beiden. So, wir kehren aber mal wieder zum Spiel zurück. Und hier sieht es jetzt gar nicht mehr so asphaltiert aus, was vielleicht gar nicht so gut für mich ist. Wobei hier... ist schon mehr schotterig hier. Wobei hier so asphaltiert, okay. Das Ding ist, ich versuche langsam in die Richtung dieser Stadt zu kommen, was wir natürlich in dieser Zeit nicht schaffen. Aber ich versuche irgendein Schild noch abzugrasen, irgendein Ortsschild. Das ist jetzt noch so mein Ziel. So viele Gebäude, die nicht fertig gebaut sind. Ja, hier um die Kurve rum. Ich habe das Gefühl, wir kommen auch nicht wirklich näher, ne? Kriege ich hier gleich einen Hinweis für ein Ortsschild, so ein Ortsschild oder sowas? Das wäre ganz schnieke. Ne, wir kommen einfach in die nächste Ortschaft rein. Oder was auch immer das hier ist dann. Da wird auf jeden Fall Weinreben und sowas sind hier auf jeden Fall schick, schick, schick. Auf jeden Fall. Ihr seht, das ist dann was Größeres. Na, aber ne, du hast hier keinen Anhaltspunkt gerade. Das ist das Problem. Und dann würde ich erstmal die Hauptstadt nehmen, weil die liegt sehr in den Bergen, ne? Also die Berge vielleicht. Man sollte immer bei seiner ersten Entscheidung bleiben, habe ich gesagt, ne? Ich bleibe jetzt erstmal bei Tirana. Ich weiß es gerade ja eh nicht besser. Vielleicht ist es ist wahrscheinlich eine andere Stadt, aber sonst ärgere ich mich hier, wenn ich jetzt hier wegklicke. Falls wir jetzt nicht einen besseren Hinweis bekommen. Naja. So, 6 Sekunden haben wir eh noch. Na gut, komm. Klick mal runter. Belehre uns. Und wir waren natürlich nicht da. Wir haben wahrscheinlich den Elbasan gesehen. Na gut. Ich habe immer noch fast 2100 Punkte. Das ist okay. The next round. Oh, das war's schon. Nee, doch noch nicht. Eine Runde gibt's noch. Okay. Einerseits ganz gut. Wir scheinen wieder in einer größeren Ortschaft zu sein. Ja. Jetzt müssen wir erstmal wieder Klassiker auf eine größere Straße kommen. Weil das gefühlt auch bisher nur semi gut geholfen hat. Vielleicht, weil ich auch die Hinweise einfach nicht sehen wollte. Oder die offensichtlichen einfach nicht erblicken konnte. Könnte wieder Hauptstadt sein, das könnte was anderes sein. Es ist wieder alles möglich. Ist halt jetzt nicht hilfreich. Buga, ja, Buga, was auch immer Bulle war. Alles nicht so ganz hilfreich, wie ich es gern hätte. Oh, das sieht ja mal nach einem großen Boulevard aus. Okay, nach einem großen, hier, Knotenpunkt, sage ich. Was ist denn das? In Red oben sehe ich da. Was ist denn das? Ja, noch ein Fahrzeichen aus... Ich weiß nicht, was das sein soll. Sieht auf jeden Fall schon interessant aus. Was steht da? Albanien Kurier. Ja, wir wissen doch, dass wir in Albanien sind. Ein bisschen präziser, bitte. Das Grand Hotel. Aha. Ich würde jetzt erstmal die Hauptstadt wieder anklicken, ganz langweilig. Wir haben das ja schon mal gehabt, in der Österreich-Folge, dass wir dreimal hintereinander in Wien waren. Also von daher, es ist durchaus möglich, dass das passiert. Nur seitdem ist das halt nicht mehr passiert. Aber nicht, dass ich mich da jetzt wieder ärgere. Oh, das sieht auch...
Ich weiß nicht. Ah, nee, komm, wir sind einfach hier mitten drauf gefahren, okay. Das sieht doch auch wahnsinnig geil hier aus, Alter. Das finde ich voll nice. Ikorsis. Warte mal. So läuft es hier nicht. Ich klicke nach Corse. Das scheint mir eine Werbung für Corse zu sein. Ob das jetzt auch ein Corse ist, wissen wir nicht. Aber das ist der erste richtige Hinweis, den ich hier habe. Für mich, so den ich erblickt habe. Wir bleiben in Corse. Hauptstadt habe ich ja nur genommen, weil ich das immer nehme, wenn ich keine Ahnung habe. Ja, vielleicht finde ich ja das Grand Hotel da, weißt du? Ja, da sind schon viele Hotels. Schwierig, würde ich behaupten. Okay, nee, wir fahren weiter. Was ich das Hotel finde. Boulevard Fanoli, ja, heißt nicht, dass wir das jetzt finden. Scheiße, Dreck. Was stand da nochmal? Ist das Security, bla bla. Sieht vielleicht sogar besser aus. Ja, Zeit ist abgelaufen, Alter. 10 Sekunden, never ever. Aber das ist der erste Hinweis, den wir haben mit Cosice oder wie das ausgesprochen wird. Sorry, wenn ich es falsch ausspreche. Aber wir waren richtig. Sehr gut, das gab nochmal richtig gute Punkte. View Summary und wir haben die Silbermedaille. Das wurde mal wieder Zeit, so ein schöner Erfolg hier. Leute, wunderbar. Ich hoffe natürlich, wie immer, euch hat diese Folge gefallen und ich sehe euch dann in der weiteren Folge dann hoffentlich wieder von GeoGuessr. Habt einen schönen Tag und haut rein.